Dennis und Benny Wolter. Normalerweise geht Zwillinge die Frage nach dem Zwillingsein tierisch auf die Nerven. Wann habt ihr aufgehört, euch gleich anzuziehen? Wir wurden ja früher gleich angezogen. Wir hatten ja gar keine andere Wahl. Das lassen wir seit ungefähr. Es gibt bei Zwillingen, gibt es zwei verschiedene Typen. Die einen, die sich irgendwann absichtlich trennen wollen voneinander. Einer ist ein Rocker, ein anderer ist irgendwie blöd oder so, keine Ahnung, oder anders. Aber wir waren immer so, wir sind gerne Zwillinge und wir hatten auch nie irgendwie das Bedürfnis, jetzt irgendwie auszubrechen, dass der eine jetzt sagt, ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben. Nee, hast du noch nie gehabt? Vielleicht nach der Sendung, aber aktuell noch nicht. Und wir haben auch immer noch den gleichen Freundeskreis und alles. Wir hängen natürlich auch zusammen, weil wir natürlich auch beruflich aneinander gebunden sind. Ist natürlich gut und auch teilweise nervig zugleich, weil wenn er ausfällt, dann bin ich arbeitslos. Natürlich. Ja, weil alleine funktioniere ich nicht. Und deswegen ist natürlich die Frage. Aber zum ersten Mal siehst du das auch ein. Also es irritiert mich gerade ein bisschen. Wenn eine, da muss erst der Kölner Treff kommen. Wenn mich eine Bettina Böttinger ausfragt, dann antworte ich ihr ehrlich. Ich muss also einfach sagen, Shootingstars in der Unterhaltungsbranche, als Entertainer, ihr habt gesagt, ihr wollt Entertainer der alten Schule sein. Deswegen tretet ihr auch in eurer Sendung Worldwide Wohnzimmer mit Anzügen auf, sehr elegant, obwohl ihr als Kinder begeistert wart von Gottschalk und Wetten, dass. Kleidungstechnisch hat das aber nicht auf euch abgefärbt. Die Frage, du hast ja heute ein bisschen Gottschalk-esk dich gekleidet. Nee, also wir fanden das einfach irgendwann, hast du, glaube ich, eine Idee gehabt? Wir haben unsere Show ein paar Jahre lang in Privatklamotten gemacht. Also Dennis hatte mal eine Basecap mit 27 seitlich auf. Ich hatte mal einen Rollkragen an. Ich bin auch so ein gestalterischer Mensch. Ich habe gedacht, das passt nicht. Und dann haben wir uns Anzüge gekauft. Und man kennt es, wenn man sich Anzüge bestellt, die sitzen nie. Also Anzüge, die man sich bestellt, sitzen nie. Nee. Ich sah wirklich aus wie der Hausmeister. Und Dennis wie meine Sekretärin. Da spricht jemand aus Erfahrung. Genau. Der dich gesehen hat, den Anzügen hat gerade geklatscht. Der hat hier sein. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ja, wir müssen Anzüge tragen. Und mittlerweile, jetzt seit der Mediathek, haben wir uns auch mal eine Schneiderin besorgt, die uns dann auch mal da reinschneidet. Hey. Ich kann mich zwar nicht bücken in den Anzügen, aber sie passen wenigstens für die Fotos. Will auch keiner. Aber ich glaube, Giovanni wird mir beistimmen. In einem Anzug ist man natürlich auch, man steht besser. Da haben die Jungs recht. Das ist tatsächlich, wie wenn man so ein Superheldenkostüm anzieht und sagt, jetzt geht's los. Ne? War nicht der Kaiser bei euch auch? Roland Kaiser war auch vor kurzem erst bei euch. Ne? Vor kurzem bei uns und ganz toller Mensch. Und er hat auch uns gelobt, dass wir einfach Kult. Der trägt ja auch immer Anzüge, logischerweise. Ich muss noch eben nachtragen. 2020 den Deutschen Comedy-Preis. Mhm. Viele Jahre auf YouTube, natürlich das Worldwide Wohnzimmer. Ja, natürlich. Hier, Giovanni. Standing Ovations. Und jetzt in der Mediathek, in der ARD-Mediathek mit euch. Aber wir zeigen erstmal einen kleinen Ausschnitt aus verschiedenen Sendungen. Mhm. Oh, ich bin gespannt jetzt. Ich auch. Was hält der Mario Basta von veganen Pizzaschmelz? Sinne! Der könnte ja auch singen, der Mann. Entertainer der alten Schule. Par excellence. Ist ja mega geil, du hammermäßig. Hast du alle Gehirnzellen dabei? Nein! Du willst doch keine zweite Staffel kriegen, wa? Ernste Frage, was ist ein Säugetier? Ja, die gesäugt werden, oder? Die wohnen Polocham. Die Skyline, meine Heimatstadt, oder was, ist auf meiner rechten Wade tätowiert, oder was? Mann! Bang! Ihr wart zusammen Kinder, ihr seid zusammen jetzt berufstätig, ihr macht zusammen die Sendung. Wann kracht ihr euch eigentlich? Und jeden Tag. Jeden Tag. Wir haben uns hier vorhin schon wieder gestritten, auf dem Gang von der Maske zum Klo. Also wir sind Wir sind Führerschein los. Das heißt, wir fahren jeden Tag mit der Bahn, mit dem KVB, mit der 13. Man kann uns beobachten und es passiert jeden Tag. Dann setzen wir uns voneinander weg. Also die Wolter-Show kann man eigentlich erleben, wenn wir morgens um 7:30 in der Bahn sind. Wir sind am lustigsten in der Straßenbahn. Ja, wirklich. Ich kenne jetzt nicht so viele aus der Unterhaltungsbranche, die zwar Führerschein, ja okay, haben keinen, macht ja nichts, aber die dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Show fahren. Kommt ihr an? Also Nummer eins, wir machen es, wir möchten nahbar bleiben, immer nah am Volk. Er hat immer Autogrammkarten dabei, wenn er gebe ich immer rum und frage, wer möchte. Und wir kommen meistens an, bloß sehr verspätet. Also wir steigen morgens in die Bahn, sind abends dann da und dann ist schon wieder Feierabend. Reicht. Also, reicht, muss man sagen.
Hugo Egon, kennst Worldwide Wohnzimmer? Ja, ja. Und wie findest du? Gut. Ein Satz mehr? Nee, das reicht auch. Ich find's gut. Das reicht mir schon von nur die Gänsehaut. Ja. Aber es ist ja, ich meine, man kann das ja alles nicht neu erfinden, ne? Das geht ja nicht. Aber was ihr macht, ist schon großartig. Also ich muss ja lachen, manchmal. Ja. Mit dir auch. Aber entdeckt tatsächlich hat euch ein Unterhaltungsprofi, nämlich Joko Winterscheid. Man kann so sagen, die Legende besagt es natürlich. Wir haben mal getwittert. Soll ich auch erklären, was Twitter ist? Die Leute wissen ja, was Twitter ist. Hol die Menschen ab. Nee, so eine Social-Media-Plattform. Und da haben wir irgendwann mal getwittert mit 20 oder 19. Wir haben damals auch einfach alles getwittert. Ich bin müde und sowas. Und da haben wir geschrieben, dass wir heute auch getwittert. Nach Berlin fahren zu so einer Produktionsfirma. Wir haben den YouTube-Kram da schon ein Jahr gemacht. Da ist jemand auf uns aufmerksam geworden. Gibt es mittlerweile alles nicht mehr. Und da hat Klaas uns eine Direktnachricht geschrieben bei Twitter. Wenn ihr schon mal da seid in Berlin, kommt bei uns vorbei. Und weil der Joko hat gesagt, er guckt euch immer. Und dann waren wir auch da in der Redaktion. Und seitdem ist so der Kontakt da. Und Joko war auch in vielen unserer Videos am Anfang auch schon Bestandteil. Immer mit so kleinen Clips. Und ja, seitdem ist so immer der Kontakt ein bisschen beständig geblieben. Der ist nie abgebrochen. Der ist nie richtig abgebrochen. Quasi eine Art Freundschaft. Okay, nah beim Volk. Ja. Und wir haben eben ja gesehen, da waren relativ viele Promis, auch Politiker. Karl Lauterbach war auch mal bei euch. Zweimal sogar schon. Ja? Er hat uns gewarnt und Mut gemacht. Der sucht Applaus. Ja, das wer nicht? Gesagt. Wer nicht? Ja, natürlich. Auch Frau Strack-Zimmermann. Ja, auch ist eine großartige Frau. Also ich kann sie natürlich auch durch die Medien, aber als wir sie dann kennengelernt haben, also ich habe selten so einen lustigen Menschen gesehen, also auch natürlich sehr kompetent, aber auch gleichzeitig lustig. Das wären wir gerne, aber das, was die Frau alles abgerissen hat, kann man in der Show natürlich dann auch sehen, im Netz, in der ARD-Mediathek. Das ist wirklich unglaublich. Habt ihr manchmal so eine gewisse Ehrfurcht vor besonders berühmten Personen? Ich sage nochmal Roland Kaiser, wenn der kommt, ist ja mal was. Also natürlich immer. Also immer extrem viel Respekt, was die Leute erreicht haben. Und Ehrfurcht, ja, aber jetzt auch keine Angst. Also ich glaube, als wir damals ganz, ganz, ganz früh angefangen haben, da war schon so, da kam, glaube ich, wer war das denn noch? Ich glaube, Lars Eidinger damals, als wir noch ganz klein waren. Lars Eidinger, auch ein super Schauspieler. Und da dachten wir auch, okay, Lars Eidinger kommt. Okay, was machen wir jetzt? Aber mittlerweile ist es natürlich auch unser Alltag, Leute zu begrüßen, Promis zu begrüßen. Und wenn dann Peter Maffay kommt, ist natürlich super, Peter Maffay. Aber man ist natürlich auch dann schon, bloß als wir Thomas Gottschalk treffen durften, nach anderthalb Jahren Nerven beim SWR. Das war wirklich schon, den so live zu sehen. Wir haben uns dann jahrelang uns so vorgestellt wie eine Comicfigur. Und dann steht er plötzlich vor einem. Ist aber wirklich so, als wenn du Donald Duck wirklich live triffst. Er ist wirklich wie eine Comicfigur. Es ist wirklich, er ist so. Es ist so. Okay. Aber wer ist denn, ihr habt ja gesagt, früher Wetten, das gucken, Gottschalk war dann so ein Idol, so ein großes. Wer ist denn heute noch Vorbild in der Unterhaltung? Auf jeden wer Fall ist noch schlagfertiger Giovanni als ihr? Natürlich auch mit seinem Programm, was er macht. Auch ein Hugo natürlich auch, was du geleistet hast und leistest. Und der Mix. Macht's. Und auch natürlich Joko und Klaas, auch diese Entertainer der neuen und alten Schule. Und das mögen wir. Wir gucken uns jetzt nichts direkt ab, aber wir appreciaten das, sagt man. Und übersetzen kurz. Was heißt denn das? Namen voll. Wir schätzen. Und ich habe so aufs Glatteis zu führen. Ja, wir nehmen uns immer ein paar Bestandteile mit und versuchen, die dann einzusetzen. Was kann an Gästen nerven? Wenn sie zu spät kommen. Ja, wenn Gäste zu spät kommen, dann wird's wirklich, dann kommt der Zeigefinger. Ja. Oh. Und, ja, klar. Aber bis jetzt waren eigentlich fast alle pünktlich, oder? Meistens sogar überpünktlich. Ja. Und habt ihr schon mal Dieter Bohlen eingeladen? Er antwortet irgendwie nicht bei Instagram, glaub, der hat zu tun, der hat es irgendwie, der ist auf Ibiza. Obwohl, wir können es ja zur neuen Staffel DSDS nochmal probieren über den Promoweg. Wir gehen über RTL, hallo, wollt ihr Promo machen? Und dann war Dieter schon hier? Nein. Ah, wundert mich jetzt nicht. Was soll das denn heißen? Ach so, jetzt ist die Überleitung. Moment hier. Das ist die Dieter-Überleitung für dich, Benni. Ach so, ich soll Dieter Bohlen parodieren. Nein, aber... Ja, ist immer ganz peinlich. Also ich bin jetzt kein Parodist, also ich kann es auf jeden Fall nicht so gut wie andere Menschen. Und ich habe es durch Zufall, es wurde mir quasi geschenkt, diese Gabe, Prominente nachzumachen. Und ich kann nur Dieter Bohlen gut. Und ein bisschen Eckart von Hirschhausen. Womit soll ich starten? Den möchte ich gerne hören. Bettina, Bettina Wittinger, das ist noch ausbaufähig. Und natürlich Dieter Bohlen. Ihr kennt alle den Dieter Bohlen. Den kann er gut eigentlich.
Es gibt ja auch den Matze Knob, Dieter. Und Matze Knob, ja, der war letzte Woche hier. Ja, der macht den nämlich so. Ah, Carina! Das ist der Matze Knob, Dieter. Ich mache aber so ein bisschen, ja. Ja, total mega geil, du, ey. Ja, Pietro, du bist weiter, du. Wie du singst, ey. Hammermäßig, du kommst in Recall, du. Mit wem hast du zusammengearbeitet? Was? Ja, gleich. Erzähl mal. Ich hab Platten gemacht mit Bonnie Tyler. 8 Millionen Platten, du singst wie ein Wellblechdach, ey. Weiter, komm, ach. Das sind er kommt halt mit dem Talent 11 Jahre zu spät, ja, in den Medien, aber besser früher als früher wäre ich ein Radiostar gewesen. Ja. Daily Dieter. Ja, hallo, wir wie ein Scheißtag. Ja, aber es ist super. Ich muss sagen, es ist wirklich super. Ja. Also ich brauche Dieter Bohlen nicht mehr, reicht. Ja, ich bin auch viel günstiger, glaube ich. Ja, ist ich brauche keine eigene Kamera. Ist etwas günstiger. Aber ihr habt natürlich auch durch das Arbeiten, in Anführungszeichen, Sendungen machen mit Prominenten, habt ihr auch Allüren und Marotten kennengelernt. Und an uns selbst oder an Gästen? An Gästen. Ach so. Ich möchte gar keinen Namen hören, aber es wäre schön, mal sowas zu hören. Ich würde sogar Namen nennen. Viele Gäste erwarten bei uns im Studio einen guten Kaffee. Und da fängt das Problem dann ja schon an. Wir haben eine Kaffeemaschine, die ist auch ganz gut. Wir hatten immer diese mit den Kapseln und die wurde irgendwann abgelehnt, weil die war auch dann... Ist ja auch umweltschädlich, durchgeröstet. Die Schildkröten essen sowas. Und jetzt sind wir zur mittleren Stufe übergegangen. Also man kann bei uns Bohnen einfüllen, aber es ist immer noch so eine halbautomatische. Da sagen auch viele, ja, Hauptsache es geht, klar. Da hat Atze Schröder bei uns gesagt, der Kaffee ist gar nicht mal so lecker. Und das unterstreicht es ganz gut. Mhm. Aber ansonsten kommen die Leute, die zu uns kommen. Wir hatten Mats Hummels vor kurzem bei uns. Voll und der hat es ja wohl gar nicht nötig, zu uns zu kommen, weil der kam vom Training 2 Stunden zu uns gefahren, um einfach nur Fun zu haben. Und das war auch toll. Also der hat sich da umgezogen in der Kabine. Und also Allüren können wir gar nicht feststellen. Also eigentlich sind alle Menschen, die zu uns kommen, immer allürenfrei. Wir können ja mal sagen, also bei uns, Giovanni, wenn du mal zu uns kommst. Ja. Es geht bei uns Catering auf Nachfrage am Tag. Also das ist das gesamte Catering der letzten 10 Jahre bei uns auf einem Haufen. Also mehr Gas bei uns. Ja, und ansonsten sind wir immer sehr freundlich und sehr schnell durch. Also an alle Promis hier in der Runde. Es geht schnell. Ah. Und wir sind. Es gibt zwar keine Gage, aber gute Laune. Was mir gefällt bei den Jungs, sind natürlich sehr witzig, sehr schlagfertig, aber trotzdem, glaube ich, würden sie nicht unter die Gürtellinie gehen. Ich mag das, ihr seid trotzdem sehr, sehr respektvoll und sehr höflich. Und ich finde das sehr schön, weil das sind so ein bisschen Sachen, die mir auch so ein bisschen fehlen bei den neueren, bei den jüngeren Generationen. Ich finde, das sind so traditionelle Werte, die müssen bleiben. Und das spürt man euch an, das würdet ihr auch nicht verlieren. Entertainer der alten Schule. Ja. Das ist ja wirklich toll. Toller Typ. Wahrscheinlich. Sag mal, was mich aber wirklich interessiert, gibt es zwischen euch eigentlich so eine Art Konkurrenz? Boah, ich glaube, also Konkurrenz. Früher als also in der Schule auf jeden Fall. Also Dennis war immer ein Ticken schlauer als ich, deswegen am Anfang auch. Ich bin hat dümmlich. Sich nicht geändert. Ich bin dümmlich, aber er war immer ein bisschen schlauer und das hat mich natürlich auch angepeitscht, Vollgas zu geben. Und ich glaube, deswegen war ich dann auch sogar noch ein Ticken besser, als ich eigentlich hätte gewesen wäre, wenn du nicht da gewesen wärst. Ich war trotzdem schlechter als du. Ja, mag sein. Ist ein Mindfuck. Und ich habe mit dem Alter, muss ich ganz, habe ich ja auch zu dir vor einer Woche schon gesagt, mit dem Alter bewundere ich ihn auch. Also er ist auch eine andere Art von Moderator. Hier wird echt alles offengelegt hier. Ich bewundere ihn auch für seine Art, weil er ist so ein bisschen vor der Kamera vielleicht ein bisschen angespitzter und oft vielleicht der Erste, der so vorprescht. Und das finde ich echt gut. Also du hast manchmal natürlich was daneben gehauen, aber das gehört sagen, dazu. 9 von 10. Und das bewundere ich, dass du auch dann, ich glaube, manchmal ein bisschen angstfreier ist von vornherein. Die Sendung ist so schnell, dass ich nicht genau erinnere, wer von euch besser singt. Das ist wegen der Dieter-Stimme, das ist so schon geölt. Ja. Ich habe natürlich eine trainiertere Stimme. Wir beide treffen die Töne, aber das Zwischending ist irgendwie doof. Die Spiele sind ja, es ist ja eine Spielshow auch, sind ja zugeschnitten auf die jeweiligen Gäste. Das heißt, wer wählt das aus? Macht ihr es selber? Das machen wir selber. Also wir suchen uns auch die Gäste vorher selbst aus. Also wir bekommen keinen Blog, wo drauf steht einladen, 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 sondern wir schauen. Oder wir schauen. Angebot natürlich. Ja, natürlich, wir kriegen auch ein neuer Film da. Ja. Möchte er kommen, sagen wir ja, oder leider keine Lust, auch schon mal natürlich. Aber ansonsten, wir haben natürlich auch ein tolles Team bei uns in Köln, aber so die redaktionellen Geschichten, so die Spiele und sowas, da sind wir schon ganz nah dran. Wenn eine Sendung vorbei ist und die ist gut gelaufen, wie feiert ihr? Ihr müsst ja die letzte Bahn kriegen. Wir, es das, ist, wie du sagst, wir gehen in unsere Garderobe,
vor anderthalb Jahren war sie noch im Abstellraum und dann gehen wir gerade rum mittlerweile, ziehen den Rucksack an und rennen ganz schnell zur Bahnstation. Ja. Ist so 13 Richtung Hohlweide. Und dann sag dir noch die genaue Adresse, da wo du wohnst. Und so, wie wäre das denn? Postleitzahl noch und welcher Briefkasten deiner ist. Genau, wir wollen heute noch rauskriegen die Handynummer von Michael Bublé. Und wir wollen eure Adresse raushaben für alle. Wir tauschen. Michael Bublés Nummer gegen unsere Adresse. Kommt in die Show. Wie feiert ihr, Giovanni, wenn eine Sendung richtig top gelaufen ist am Samstagabend? Da geht's auch ab hinterher. Wir machen immer eine kleine Afterparty. Und die wird jetzt natürlich immer größer. Weil wir es langsam anfangen zu glauben, dass es wirklich gut läuft. Und immer länger. Ja, es ist schon so, dass die ganze Abspannung der Vorbereitung, die Anspannung der Vorbereitung, die fällt dann ab. Also ich habe persönlich immer so einen Monat Vorbereitungszeit. Und wegen den Choreografien und den Openings und den Songs, die ich dann da live mache, auch mit der Band und klar das Moderationsbuch und so weiter. Und dann fällt schon die Anspannung ab nach so einer Show. Ich höre ja, natürlich bereitest du dich sehr stark vor. Wie bereitet ihr euch eigentlich vor? Wahrscheinlich. Auch stark. Also was Giovanni eben gesagt hat, stimmt schon. Also Vorbereitung ist wichtig, weil dann kann man irgendwie spontaner sein. Ja. Und wir hatten auch schon Sendungen mittlerweile, wenn wir Gäste mehrmals hatten, da weiß man schon, wenn der Flow so gut ist, dann braucht man relativ wenig, weil man einfach so ins Gespräch kommt. Aber vorbereitet mit Annette Frier, alles, Annette Frier zum Beispiel, die haben wir an dem Tag kennengelernt. Sie kam rein, hat sich fertig gemacht und es war direkt da. Also es hätte eigentlich gar keine Vorbereitung gebraucht, weil es so schnell hin und her ging. Aber natürlich bereiten wir uns vor, manchmal auch in der Straßenbahn. Ja. Wir hatten jetzt Mario Barster zum zweiten Mal zu Gast und dann macht man manche Sachen auch in der Straßenbahn. Und für Mario hat es dann auch gar nicht negativ gereicht, weil man hat auch guten Vibe gehabt und Mario ist einfach sehr schlagfertig. Ich sag nochmal, derzeit in der ARD-Mediathek, die ersten drei Folgen, die zu sehen sind, drei kommen noch hinterher. Richtig, wir geben richtig Gas. Und insofern, toll, dass ihr da seid. Danke, dass wir hier sind. Danke.